Irgendwie die Charaktere einfach gar nicht da sind. Die Tür, die Grafik ist einfach nicht ganz da. Verdammt. Das ist schlimmer, als ich dachte. Elias ist im Besitz des verborgenen Auges. Es ist uralte Magie. Er kann damit alles sehen. Selbst über die Zeit hinweg. Unsere Schar ist gewachsen. Seht die Wunder, welche die Mutter für euch bereithält. Haltet euch aufrecht, Champions von Lilith! Wir werden Dämonen nie wieder fürchten. Sie werden uns im kommenden Krieg dienen. Das wird gleich richtig übel werden. Segnet mich mit eurer Macht. Und was auch immer ihr von mir verlangt, wird getan. Tretet vor, auf dass Meister Elias euch richten möge. Doch zeigt weder Furcht noch Zaudern. Keine Sorge, das werden wir nicht. Gebenedeite Mutter. Ich werde euch nicht erneut enttäuschen. Die Herrin wird auf dieser Welt wandeln. Elias. Ich wusste, ihr würdet kommen, Lord. Ihr habt uns mit dem verborgenen Auge ausspioniert, nicht wahr? Ihr glaubt, ich würde solche Magie an euch verschwenden. Ihr seid immer noch genauso engstirnig wie an dem Tag, als ich euch verließ. Ich werde euch von eurem Leid erlösen, alter Mann. Ihr hättet in eurer kleinen Hütte bleiben sollen, wo ihr eure Reue hortet. Das ist noch nicht alles, da kommt gleich bestimmt noch mehr. Es ist vorbei. Wir sollten das verborgene Auge finden, solange uns noch Zeit bleibt. Wir können es nicht diesen Fanatikern überlassen. Halt. Ich sehe etwas. Blutblüten. Mephisto, Diablo, Baal. Die Zerstörung Sanctuarius steht bevor. Und ihr zweifelt noch. Nur Fanatiker und Narren leben ohne Zweifel, Mutter. Wenn wir gerettet werden,
dann durch eure Hand. Ich bin zu eurer Ermächtigung hier. Nicht zur Rettung. In meinem Schatten werden die Starken der Macht der Hölle trotzen. Die Schwachen sind auf sich gestellt. Andariel lebt. Die Horadrim sterben. Koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle. Ich hatte eine weitere Vision. Lilith glaubt, die großen Übel werden Sanctuario zerstören und befähigt Menschen, sich gegen sie zu stellen. Deshalb versammeln sie und Elias Anhänger. Sie bauen eine verdammte Armee auf. Ja, Lorath. Die Herrscher der Hölle bedrohen unsere Existenz und wir unternehmen etwas dagegen. Ich hab gesagt, der ist noch nicht tot. Elias, wie könnt ihr noch am Leben sein? Ihr werdet niemals verstehen, was ich für diese Welt getan habe. Ich habe keine Essenz mehr. Was? Ich werde da bestimmt gleich drauf gehen. Er steht in der Tür drin. Krieg den nicht da weg. Dieser Bastard nicht. Wir können nicht einfach weiter so gegen ihn anrennen. Er wird uns zermürben. Wir müssen entkommen, aber nicht ohne das verborgene Auge. Wenn wir es an uns nehmen könnten, würde er zumindest etwas an Macht einbüßen. In den Bergen haben die Mutter und ich ein Dorf gesehen. Die Leute dort, frierend und hungrig, beteten ein Licht an, das ihnen keine Wärme spendete. Aber in ihrer Gegenwart wurde ein neues Feuer in ihren Herzen entfacht. Sie sollten nie wieder hungern oder frieren. Ich denke, dass der gleich nochmal ein drittes Mal kommt.
Segnung erhalten. Öffnet euer Herz. Akzeptiert eure Natur. Niemals. Irgendwann werdet ihr aufgeben, alter Mann. Das tut ihr immer. Zeit. Dieser Gestank. Unnatürlich. Hier war Totenbeschwörung am Werk. Wo hat er diese Macht gefunden? Und er wird gleich nochmal kommen und nochmal kommen und nochmal kommen. Das ist nur Spielerei gerade. Das ist bestimmt wie mit den Dingens hier. Sag mal schnell, mit dem Licht in Warcraft 3. Sie führte mich zu einem alten Schlachtfeld, auf dem Tausende von uns durch die Hände von Engeln und Dämonen fielen. Nie wieder werden wir so leiden, schwor sie. Und in ihren Augen sah ich eine neue Welt. Ein Paradies. Indem wir frei von der Tyrannei der Himmel und der Hölle leben können. Unsere Welt, wenn wir die Stärke haben, sie dazu zu machen. Und next fight. Sucht ihr nach dem Auge, Lorat. Es an euch zu nehmen, wird es auch nichts ändern. Es ist zu spät, das zu beenden, was Lilith begonnen hat. Jetzt ist der richtige Bossfight, Phasen drin. Yeah.
Zeit. Zeit. Oh, gerade nicht dazu wieder anzugreifen. Ich bin noch nicht bereit. Meine Fresse, der war jetzt aber übel. Der war jetzt wesentlich schlimmer. Das war fast knapp, das war fast ein Vibe. Hier ist es. Das verborgene Auge. Meshiv kann uns dabei helfen, das Artefakt weit weg von diesem Ort zu bringen. Aber wir müssen uns beeilen, bevor Elias zurückkehrt. Diese Öffnung dort ist unsere beste Fluchtmöglichkeit. Ja, ja. Thank you.
Ja. Aber ich habe schon gelesen, Diablo 4 soll zwischen 30 und 40 Spielstunden haben, nur Hauptstory. Drückt hierzu. Wir müssen die Blutung stoppen. Wollte heute machen, eventuell. Nein. Hey, da seid ihr. Hm? Habt ihr den Zauberer getötet? Was? Nicht reden. Der Sturm lässt nach. Wir bringen euch hier weg. Oh, zu schade. Ich hab meinen erwischt, nur zu spät. Der Teufel hat mir in den Rücken gestochen. Aufgespießt wie eine Stachelratte. So kann's gehen. Was, Deckard? Ei. So kann es gehen. Nein, Deckard ist tot. Er hält ihn für Deckard. Ja, ist doch noch Diablo 3. Falsch. Der Seelenstein, wo alle drin waren, wurde von Mephisto zerstört. Also von dem Tod selber. Nicht Mephisto, von dem Tod selber zerstört im DLC. Sie werden kommen. Und wir haben den Tod getötet. Ich nehme das verborgene Auge. Wir brauchen einen sicheren Ort, um es zu untersuchen. Um es gegen sie zu verwenden. Wir treffen uns in der Wüstenkapelle. Das ist ja nie geklärt worden. Wir können ja auch ein paar andere Leute noch. Habt ihr ihn getötet? Mehr als einmal sogar. Er bleibt nur leider nie tot. Er ist mächtiger, als ich dachte. Ich habe ihn unterschätzt. Ich auch. Aber zumindest konnten wir ihm etwas Wichtiges entreißen. Das verborgene Auge. Ich glaube, damit konnte er aus der Ferne mit Lilith kommunizieren. Ein mächtiges Stück Magie. Und gefährlich. Vielleicht können wir es zu unserem Vorteil nutzen. Gebt mir etwas Zeit, es zu studieren. Denken wir, dass die Andriel oder wie sie auch heißt, wiederkommt durch die Troller. Die großen Übel formten sich neu. Die Hölle war im Anmarsch. Aber Elias war die Antwort auf niemandes Gebet. Will man über jemanden urteilen, sollte man ihn an seinen Taten messen, nicht an seinen Worten. Ganz einfach. Elias predigte davon, die Welt zu retten, während er auf einem Berg von Leichen stand. Und dann war da der Wanderer. All das, was Elias nicht war. Befleckt von Liliths Blut und doch in der Lage, ihrer Verderbnis zu widerstehen. Dies konnte ich an seinen Taten erkennen. Und dies war der Moment, an dem ich wirklich zu glauben anfing, dass wir das Böse gemeinsam aufhalten könnten. In seinem Kult muss es grausam gewesen sein. Nicht grausamer als der Rest von Sanctuarius Schattenseite. Oh, wir haben Akt 3 abgeschlossen. Das heißt, wir kämen jetzt Akt 4. Oh, da gibt es sogar einen Sockel mit bei. Lass mich mal schauen. Was haben wir hier? 7, 5, 6. Nein, gibt's nicht mehr so viel. Ach verdammt, jetzt muss ich das Ding wieder auseinandernehmen. Ich hab den falschen Sockel reingemacht.